Hallo und herzlich willkommen bei Stegamos, dem Kanal für Innovationsinvestoren. In diesem Video geht es um die Q4-Zahlen, die das Unternehmen Shake Shack am Donnerstag, dem 17. Februar 2022 bekannt gegeben hat. Aber zuerst möchte ich hier mal das Unternehmen genauer vorstellen. Shake Shack ist eine sogenannte Fast Casual Burger Restaurantkette aus New York, bei deren Produkte auf hochwertige Zutaten, innovative Zubereitungsmethoden und kreative Neukompositionen gesetzt wird, wobei man versucht, die Vorteile von klassischem Fastfood und Elementen des Fine Dinings zu vereinen. Dabei setzt Shake Shack auf innovative Kreationsprozesse, bei denen zum Beispiel in Kooperation mit Haubenköchen neue Kreationen entwickelt werden und diese dann in der sogenannten Innovation Kitchen, einem Lokal in New York City, Probanden zur Verkostung angeboten werden. Die Probanden können die neuesten Produkte nach der Verkostung über ein Terminal bewerten und die Produkte mit den besten Bewertungen werden bei entsprechender Nachfrage in die Produktpalette aufgenommen. Außerdem zeichnet sich Shake Shack dadurch aus, dass sie es wie keine andere Kette geschafft haben, sich durch ihre Social-Media-Vermarktungsstrategie so zu positionieren, dass Kunden bei neuen Lokaleröffnungen teilweise bereit sind, sich stundenlang anzustellen, nur um einen Shake-Burger zu bekommen. Damit erinnert dieser Fan-Status, den Shake Shack bei seinen Kunden erzielen konnte, schon ein bisschen an den von Apple oder Tesla, wo manche Fans ebenfalls bereit sind, gewisse Strapazen auf sich zu nehmen, nur um als erstes an die neuesten Produkte zu kommen. Als nächstes schaue ich hier in die Präsentation der Quartalsergebnisse, die das Unternehmen hier veröffentlicht hat, und schaue, was die so hergeben. Eine der wichtigsten Kennzahlen in der Systemgastronomie sind die Umsätze, die pro Lokal erwirtschaftet werden konnten, also in diesem Fall die Same Shack Sales, und hier hat Shake Shack Folgendes liefern können. Wie man in dieser Grafik gut sehen kann, entwickelten sich die Same Shack Sales in städtischen Regionen besser als in Vorstadtlokalen. Und zwar konnten insgesamt im vierten Quartal die Umsätze pro Lokal um 21% gegenüber dem Vergleichsquartal 2020 gesteigert werden. Shake Shack schafft es dank dem Ausbau seiner digitalen Kanäle, wie zum Beispiel der Shake App oder der Webseite, und dank externer Lieferdiensten, im abgelaufenen Jahr einen großen Teil seiner Verkäufe über digitale Lösungen abzuwickeln. Somit machten die digitalen Verkäufe im vierten Quartal 42% der Ladenumsätze aus. Das ist zwar niedriger als in den Quartalen 2020, aber damals konnte wegen der Lockdowns kaum etwas über die Läden vertrieben werden. Weiter schrieb das Unternehmen, dass während des vierten Quartals 2021 die Zahl der erstmaligen Käufer über digitale Dienste um mehr als 80% gesteigert werden konnte. Was die Ladenneueröffnungen angeht, gab man bekannt, dass insgesamt im vierten Quartal 19 neue Shake Shack Filialen eröffnet wurden, 14 davon in den USA und 5 im Ausland, und 13 von den neuen Lokalen werden von Shake Shack selber betrieben und der Rest sind Franchise-basierte Lokale. Und in dieser Grafik hier kann man gut sehen, wie das Unternehmen die Anzahl seiner Lokale über die 6 Jahre insgesamt steigern hat können. Für das kommende Jahr 2022 werden 45 bis 50 neue eigene Lokale und 20 bis 25 Franchise-basierte Neueröffnungen erwartet. Wenn man jetzt in die Zahlen hineinschaut, die das Unternehmen geliefert hat, dann sieht man hier, dass ein Quartalsumsatz von 203,3 Millionen Dollar veröffentlicht werden konnte. Das ist immerhin ein Wachstum von plus 29% im Vergleich zum selben Quartal aus dem Vorjahr. Die Analysten hatten sich sogar nur 197,9 Millionen Dollar erwartet. Damit liegt das Ergebnis über den Schätzungen. Und auch beim Gewinn, beziehungsweise in diesem Fall beim Verlust, den das Unternehmen schreiben hat können, sieht man, dass hier minus 11 Cent die Aktie auf Non-Gap-Basis veröffentlicht wurden. Die Analysten hatten sich hier allerdings sogar einen Verlust von minus 17 Cent erwartet. Also auch hier konnten die Erwartungen übertroffen werden. Und was die Gap-Zahlen angeht, kam ein Verlust von minus 25 Cent pro Aktie zustande. Und wenn ihr euch hier wundert, warum ich hier eher die Non-Gap-Zahlen präferiere, dann liegt es daran, weil bei den Non-Gap-Zahlen, also GAAP steht ja für General Accepted Accounting Principles, das sind die klassischen US-Rechnungslegungsstandards,
Und hier werden nicht liquiditätswirksame Kennzahlen mit berücksichtigt, wie zum Beispiel Abschreibungen auf Sachwerte und immaterielle Vermögenswerte sowie aktienbasierte Vergütungen des Managements. Und das spielt jetzt aber für den echten Geldfluss, den das Unternehmen aus seinen Umsätzen in Form von Gewinnen generieren kann, jetzt keine direkte Rolle, weil das eben nur rein buchhalterische Abschreibungen sind und die eben bei den Non-Gap-Zahlen ausgeklammert werden. Und deswegen bei jungen Wachstumsunternehmen sehe ich das jetzt als die bessere Kennzahl und daher bevorzuge ich hier die Non-Gap-Zahlen, so wie es übrigens die Analysten auch machen. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass Shake Shack zu den Unternehmen gehört, die überdurchschnittlich häufig bei den Quartalszahlen positiv überraschen konnten. So konnte das Unternehmen von den letzten 20 Quartalen 18 Mal die Gewinnerwartungen der Analysten schlagen, einmal genau treffen und einmal unterbieten. Und dieses eine Mal war genau in dem Quartal, in dem das Unternehmen am stärksten von der Pandemie getroffen wurde. Und beim Umsatz konnten sie immerhin 14 Mal die Erwartungen übertreffen. Auf Gesamtjahresbasis konnte Shake Shack einen Umsatz von 739,9 Millionen Dollar bekannt geben. Das ist ein Wachstum von 41,5% im Vergleich zum Vorjahr. Und der Gesamtjahresgewinn, in diesem Fall wieder ein Verlust, lag bei minus 2,6 Millionen auf Basis von Non-Gap-Zahlen. Über die letzten 6 Jahre gesehen, kann man auf dieser Grafik gut sehen, wie die Umsätze bis auf diesen Knick in der Pandemie hier immer schön gesteigert werden konnten. Aber auch der operative Cashflow bekam durch die Pandemie einen sichtbaren Dämpfer, wie man das hier gut sehen kann. Und es wird wohl eine Zeit lang dauern, bis sich das Ganze wieder normalisiert. Was die Guidance angeht, gab das Management für das kommende Quartal einen Umsatzausblick von 196 bis 201,4 Millionen Dollar in Aussicht und es wird eine operative Marge von 11-14% erwartet. Damit lag die Prognose unter den Erwartungen der Analysten und für das Gesamtjahr wurde keine Umsatzprognose bekannt gegeben. Als weiterer kleiner Wermutstropfen werden unter anderem höhere Kosten aufgrund der Inflationsentwicklungen sowie gesteigerte Kosten, die notwendig sind, um wieder aus den Folgen der Pandemie herauszukommen, genannt, die das Geschäft in den kommenden Quartalen etwas einbremsen könnten. Auch wenn die Zahlen im Großen und Ganzen überraschend positiv waren, gab es das ein oder andere Haar in der Suppe, wie zum Beispiel die Prognosen des Managements, die unter den Schätzungen der Analysten lagen, oder wie die negativen Inflationsentwicklungen. Und da die Börse derzeit eher auf negative Überraschungen allergisch reagiert, führte es dazu, dass die Aktie nachbörslich, nachdem die Zahlen veröffentlicht wurden, um über 14% eingebrochen ist. An dieser Stelle muss ich natürlich erwähnen, dass ich selber in Shake Shack investiert bin und dass es daher einen Interessenskonflikt geben kann. Und wenn ihr zum Beispiel die Quartalszahlen von Shopify anschauen wollt, könnt ihr gerne dieses Video hier anschauen. Oder wenn ihr die Quartalszahlen von Fiverr sehen wollt, dann könnt ihr mein letztes Video anschauen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch mit diesem Video einen Mehrwert bieten habe können. Ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao!